Hier auf diesem Gelände stehen ausschließlich Tiere, die vom Veterinäramt sichergestellt worden sind. 18 Boxen gibt es, darunter auch Boxen für Tiere mit ansteckenden Krankheiten. Alle deutlich größer, als es die gesetzlichen Vorgaben verlangen. Das ist alles leicht zu desinfizieren. Unter dem Stroh, hier ist jetzt gerade kein Stroh, ist eine 2 cm dicke Gummimatte, damit das Pferd sich weich und warm ablegen kann. Heutzutage in meinen Augen sollte jede Box die Möglichkeit haben, dass man nach draußen gehen kann. Da sind also Paddocks. Das heißt, es ist einfach artgerecht, das ist uns wichtig gewesen. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja nie wissen, welche Tiere das Veterinäramt bringt, muss man das auch so ein bisschen multifunktional gestalten können. Jedes Pferd, das hier steht, hatte bislang ein schlechtes Leben. Doch das ändert sich bei Romy Lang. Hier werden die Tiere wieder aufgepäppelt und rundum versorgt. Ob es Wochen oder Monate dauert, egal, Zeit spielt keine Rolle. Mit diesen Tieren soll schließlich kein Geld mehr verdient werden. Es gibt einen Job, einen Beruf und eine Berufung. Und eine Berufung macht man aus Leidenschaft. Wenn man sieht, wie aus einem Tier, das kaum laufen kann, das nicht als Pferd zu erkennen ist, weil es fürchterlich abgemagert ist, weil es Pilz hat, kein Fell mehr hat. Wenn man sich das dann nach, das dauert seine Zeit, 4-5 Monaten ansieht und sieht, das ist ein Pferd geworden. Das ist mein Gehalt, mein Lohn. Aus eigenen Mitteln finanziert die Familie Lang auch den neuen Tierschutzhof. Die Städteregion zahlt lediglich eine Pauschale für die Unterhaltskosten der Tiere. Da sind wir auch glücklich drüber, dass das so ist und dass die Frau Lang mit der GTG sich so einsetzen und ihre ganze Energie und Mittel dafür bereitstellen, weil die Tiere, die stammen in der Regel aus ganz schrecklichen Haltungen. Wir sind vernachlässigt und geschunden. Insgesamt kümmert sich Romy Lang derzeit gemeinsam mit ihrem Mann und den Mitarbeitern um 143 Tiere, von Gänsen über Schafe bis hin zu Pferden. Während die Pferde nach sorgfältiger Auswahl in gute Hände weitervermittelt werden, ist die Zukunft der übrigen Tiere ohnehin klar. Die kommen auf den anderen Hof und verbringen da ihr Leben. Ja, natürlich. Also alles das, was Gefahr läuft, auf irgendeinem Teller zu landen, schon mal grundsätzlich. Das Leben von Tieren zu retten, für Romy Lang war dieser Gedanke schon von Kindesbeinen an prägend für ihr Leben. Die empfinden Schmerz, die empfinden Freude, die empfinden Leid. Und genauso müssen wir sie behandeln. Das ist eine innere Überzeugung von mir, nennen Sie mich gerne besessen. Da kann ich gut mit leben. Es gibt nichts Schöneres, als abends schlafen zu gehen und zu wissen, man hat dem einen oder anderen Tier wieder die Möglichkeit gegeben, ins Leben zurückzukommen. Und dafür mache ich das. Und was das kostet, da bin ich in der glücklichen Situation sagen zu können, das ist mir egal. Und deshalb ist auch noch lange nicht Schluss. Romy Lang wird weiter für die Tiere kämpfen. Gemeinsam mit ihrem Mann plant sie schon jetzt einen dritten Tierschutzhof.